Es gibt eine Geschichte, die in verschiedenen Werken überliefert wird, unter anderem im Musannaf von Ibn Abi Shayba und in anderen Werken. Allerdings ist diese Geschichte nicht authentisch auf den Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm zurückzuführen. Nichtsdestotrotz stecken in diesen Geschichten Weisheiten und Lehren, aus denen wir profitieren können. Und zwar gab es einen Wazir, einen Minister. Und dieser Minister, er stand Daud, Friede sei auf ihm, sehr nahe, dem Propheten. Und auch nach ihm seinen Sohn Suleiman, Friede sei auf ihm. Eines Tages war dieser Wazir neben Suleiman. Und plötzlich kam ein fremder Mann rein und er saß sich hin. Und dieser fremde Mann sah sich den Mann neben Suleiman an. Also er sah diesen Wazir mit einem sehr tiefen Blick an. Er sah ihn ohne mit der Wimper zu zucken an. Er ließ seine Augen nicht von ihm. Und dann ging dieser fremde Mann. Der Wazir, der neben Suleiman saß, er fragte Suleiman: O Prophet Allahs, hast du gesehen, wie mich dieser Mann angesehen hat? Suleiman sagte daraufhin: Ja. Er fragte: Wer ist das? Suleiman sagte: Das ist der Todesengel. Was? Der Todesengel? Wer würde gerne wollen, dass der Todesengel einen so fokussiert anschaut? Bei einigen Menschen fließt die Angst durch den ganzen Körper, wenn der Tod nur erwähnt wird. Nur das Wort Tod. Und andere wagen es sich nicht einmal, Friedhöfe zu besuchen, weil sie so eine Angst vor dem Tod haben. Vor einer Sache, die jedem Menschen hundertprozentig passieren wird. Jeder Mensch wird diese Erfahrung machen müssen. Ob du willst oder nicht. Ob du Milliardär bist oder ob du arm bist. Wie viele Frauen haben wir heute, die vielleicht um die 50, 60, 70 Jahre alt sind, sich jedoch so intensiv schminken und so überspitzt anziehen, dass man meinen könnte, sie wollen wieder um jeden Preis 18 Jahre alt sein? Wie viele Männer gibt es, die sich ihre weißen Haare färben, sodass es nicht auffällt, dass sie alt geworden sind? Weil sie sich nicht mit der Tatsache abfinden können, dass sie sich dem Tod nähern. Wofür das Ganze? Selbst wenn Gott einem 1000 Jahre schenken würde, am Ende werden wir alle diese Welt verlassen. Wir werden unser kuscheliges Bett gegen ein einsames, kaltes und dunkles Grab eintauschen müssen. Das ist die Realität, vor der wir fliehen möchten. Dieser Mann überkam die Angst. Also sagte er zum Propheten Suleiman: Ich bitte dich bei Allah, dass du mich so weit wegbringst, wie es nur geht. Denn Suleiman hatte den Wind unter seiner Kontrolle. Also fragte Suleiman: Wohin möchtest du? Der Mann antwortete: Bringe mich nach Indien. Denn in Indien ist er sicher vor diesem Mann. Das hat er geglaubt. Dieser Mann wurde dann von Palästina bis nach Indien gebracht. Vom Wind getragen auf den Befehl Suleimans. Und als er dort ankam, gab es einen, der ihn bereits erwartete. Jemand hat auf diesen Mann in Indien gewartet. Und dieser jemand ist der Todesengel. Der Todesengel nahm ihm seine Seele in Indien. Allah sagt im Koran: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Und keine Seele weiß, in welchem Land sie sterben wird. Dann ging der Todesengel erneut zu Suleiman, Friede sei auf ihm, und sie unterhielten sich. Eine sehr seltsame Sache ist passiert. Was ist los? Der Todesengel sagt: Mein Herr befahl mir, die Seele des so und so, Sohn des so und so zu nehmen, doch dann fand ich ihn bei dir. Und dies verwunderte mich, denn ich sollte seine Seele in Indien nehmen und fand ihn bei dir in Palästina. Tausende Kilometer liegen dazwischen. Allah befiehlt mir, seine Seele in Indien zu nehmen, und kurz vor seinem Tod ist er hier bei dir in Palästina. Wie soll das gehen, dachte ich. Also machte ich mich einfach auf den Weg nach Indien und ließ den Mann bei dir zurück. Und dann fand ich ihn in Indien vor. Er fand den Mann in Indien, genauso wie Allah, der Allwissende, es ihm befohlen hat. Nimm die Seele des Mannes in Indien. Und das zeigt uns, diese Geschichte lehrt uns unter anderem, dass wir nicht vor dem Tod weglaufen können. Unser Todeszeitpunkt ist bestimmt. Und wir können nicht vor dem Tod flüchten. Entscheidend ist es auch nicht, vor dem Tod zu flüchten, sondern viel wichtiger ist es, in welchem Zustand du stirbst. In welchem Zustand dir deine Seele genommen wird. Bist du in einem Zustand, in dem du Allah gehorsam warst? Befindest du dich in einem Zustand, in dem du Allah gehorsam bist? Denn wenn das der Fall ist und dir die Seele genommen wird, dann ist alles gut. Wenn es aber nicht der Fall ist und du nicht betest, du nicht fastest, du deinen Pflichten nicht nachkommst und dir dann deine Seele genommen wird, dann ist deine Chance vorbei und die ewige Strafe wartet auf einen. Möge Allah uns unsere Seele in einem Zustand nehmen, in der er zufrieden mit uns ist.
und möge er uns nur als aufrichtige Muslime sterben lassen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.